Ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen wieder sein darf, auch nach dem letzten Jahr, am Schluss dieser sehr, sehr hochkarätigen Veranstaltung, wo ich zumindest den heutigen Tag miterleben durfte. Ich freue mich auch sehr, dass wir als Furche, als Medienpartner wieder fungieren dürfen. Ich hoffe, Sie haben alle sich eine Zeitung gekrallt und finden darin einiges Lesenswertes, das Sie für sich auch nutzen können, das Sie interessiert und das Sie auch weitertragen können. Ganz herzlichen Dank. Frau Gebeshuber, ich möchte mit Ihnen beginnen, nämlich mit einem Zitat, das ich sehr fein finde, nämlich, dass Sie sich für Tierchen einsetzen, die sonst niemand mag. Lässt sich so Ihre Aversion gegenüber Insekten erklären? Nämlich sie zu essen. Vielleicht. Ich finde das insofern spannend, weil ich wirklich jetzt versuche, ein bisschen das, was wir jetzt 3 Tage oder einen Tag diskutiert haben, nämlich was sollen wir tun, zusammenzudenken, nämlich im Sinn von, wie kommen wir ins Tun? Also wie kommen wir jetzt von diesen Ansprüchen, sei es jetzt, man darf keine Tiere essen, man soll sie bewusst essen, man soll wenig Fleisch essen, man muss die Lebensmittelindustrie überdenken, man muss die Landwirtschaft überdenken und so weiter. Nur wie kriegen wir das in die Gänge? Und da möchte ich wirklich, weil wir auch gesehen haben bei dem Referat von Hanni Rützler in der Früh, dass es da einen Behavioral Gap gibt. Also man wüsste eigentlich theoretisch und intellektuell, was man tun sollte. Ne? Weniger Fleisch, bewusster, gesünder, das alles nicht. Und komischerweise machen wir es dann im Alltag nicht. Und ich würde gern mit Ihnen zu ergründen versuchen, woran das liegt und wie jeweils Sie in Ihrem eigenen Bereich Ideen hätten, wie man diesen Gap überwinden kann. Jetzt wollte ich trotzdem noch mal mit Ihnen beginnen. Sie waren in Malaysia und so weiter und Sie sagen, Sie haben da mittags jetzt nicht zugegriffen bei der Insektenpasta. Jetzt wirklich eine Runde, eine Frage in die Runde. Wer von Ihnen hat zugegriffen und wie ging es da mit alteingesessenen Vorstellungen von Ekel, Eros, Emotion? Wie ging es Ihnen da? Ich habe vor kurzem gelesen, dass man im 18. und 19. Jahrhundert in Österreich im Mai eine Maikäfersuppe gegessen hat und habe mir gedacht, es gibt jetzt keinen Grund, da zurückzuschrecken. Ich bin sehr neugierig und ich war von den Insekten angenehm überrascht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da wirklich dann den Mind-Action-Gap überwinden kann und zu Hause jetzt mir Insektenküche zutraue, aber hier war es ermunternd. Haben Sie die Augen zugemacht beim Essen? Nein, ich habe sie ganz weit aufgemacht. Und hat es sich bewegt? Nein, bei mir nicht. Wein nachgetrunken? Nein? Auch nein, ja. Nein. Okay. Noch einmal, so, Frau Gebeshuber, Sie haben es nicht gegessen. Warum nicht? Vor einem Vortrag kann ich eigentlich nie was essen. Das ist also eine faule Ausrede. Das ist vielleicht eine faule Ausrede, ja. Ich habe schon einmal in Korea geröstete Seidenraupen gegessen. Wie haben mit Barbecue-Test. Mit viel Barbecue. Mit viel also, Barbecue-Test. Ja. Die haben eigentlich nach Rauch geschmeckt, ja, okay. Genau. Okay. Aber das heißt, eine grundsätzliche Aversion gegen alles, was sich da so mit 6 Füßen oder mehreren bewegt, haben Sie nicht? Also ich habe die schon mit geschlossenen Augen gegessen, nicht mit offenen, muss ich schon sagen. Ja. Kurt, du würdest auch Insekten grundsätzlich nicht essen, auch wenn sie nicht in einer industriellen Tötungsmaschinerie gefoltert worden wären. Ja, Insekten sind natürlich wieder eine besondere Art von Tieren, die sicherlich in der evolutionären Kette anders gesehen werden müssen als etwa Primaten oder, die ja auch manche Leute essen, oder Kühe und Schweine. Aber trotzdem, ich würde sagen, ich esse keine Tiere, vor allem auch, weil natürlich die Alternativen da sind. Warum soll ich Insekten essen, wenn ich auch Pflanzen essen kann? Und die Tatsache, dass andere Tiere diese Insekten auch essen, ist kein Argument. Bitte? Die Tatsache, dass andere Tiere auch Insekten essen oder dass Tiere grundsätzlich einander essen, ist auch kein Argument. Ja, mein Hund verrichtet seine Notdurft auch am Wegesrand und ich tue es trotzdem nicht. Es gibt... Kurt, also es heißt, vom Verhalten der Tiere, und wir müssen ja wissen, welche Tiere wir nehmen, nicht? Also es gibt zum Beispiel Gorillas, die eigentlich vegan leben, hier und da ein bisschen Insekten, gut, das muss ich zugestehen. Aber welche Tiere nehmen wir?
es gibt unter den Tieren alle möglichen. Es gibt Fleischfresser, also die nur Fleisch fressen fast, oder es gibt vegane Tiere. Man kann nicht vom Tun der Tiere auf das Sollen des Menschen schließen. Das ist ein krasser Fehlschluss. Okay. Nehme ich jetzt so, ja? Ja. Bleibt ja nichts übrig. Ja, Herr Professor, wir haben mal so halb, ich habe so halb studiert bei ihm, darum darf ich so böse fragen. Und wir kennen uns schon sehr lange. Ursula, die Letzte in der Reihe, wie ging es dir mit der Insektenpasta? Wir sind ja nebeneinander gestanden. Genau, wir sind nebeneinander gestanden und ich habe sie gekostet, fand die Pasta ziemlich zerkocht und die Insekten wie krokant eigentlich. Also das ist natürlich, wenn man sie sieht und sich denkt, das schaut nach Wurm aus und man hat gelernt, man soll diese Würmer möglichst nicht essen, auch wenn sie in irgendwelchen Zwetschgen oder so vorkommen oder was immer auch. Das ist dann schon ein Sprung, aber umgekehrt, offensichtlich, wie ich weiß, gibt es große Menschenmengen weltweit, die solche Tiere ganz problemlos essen. Also muss ich nicht unbedingt fürchten, krank zu werden drauf. Also das wäre ein Argument dagegen. Ich habe mal in Kambodscha gesehen, auf einem Markt einen großen Korb mit gerösteten Insekten, war kurz versucht, das zu kosten und habe das aber dann gelassen, weil da war dann für mich schon das Argument, das liegt im Freien auf, ist wahrscheinlich nicht mehr heiß und ich habe schon einige Erfahrungen mit tropischen Durchfällen im Laufe der Jahre gehabt. Ich wollte die nicht fortsetzen. Aber ich denke, es ist Gewohnheit. Und zudem vielleicht auch, muss man sagen, wir haben nicht so viel Hunger. Also ich kenne jemanden, einen indischen Jesuiten und Zen-Lehrer, der einfach als Kind dermaßen Hunger hatte, dass die Ameisenhügel und Zikadenhügel ausgegraben haben, damit sie wenigstens irgendwas haben. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein Punkt, den man sich überlegen muss. Also diese Idee, Insekten zu essen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen aufgesetzt. Nämlich nicht, weil man keine Insekten essen kann, sondern weil ich denke, da kommt man schon wieder, wenn da eine Zucht draus wird, wenn das industrialisiert wird, kommt man eigentlich in dieselbe Problematik hinein, in die man jetzt mit etwas größeren Tieren kommt. Und man weiß, abgesehen davon, gibt es diese unerwünschten und unbedachten Nebenwirkungen ja auch noch immer. Und solange es genügend Leguminosen gibt, würde ich behaupten, esse ich Linsen, Bohnen und so weiter. Also wenn man zum Beispiel schaut in Indien, ich würde behaupten, dass geschätzt einmal, ich habe da keine Zahlen, aber nach meiner Wahrnehmung isst mindestens die Hälfte der Bevölkerung kein Fleisch. Die einen, also ungefähr ein Viertel bis ein Drittel aus religiösen und sozialen Gründen, weil nämlich Vegetarismus in Indien eine soziale Distinktion ist. Das heißt, nur die besseren Leute essen kein Fleisch und die anderen Leute essen kein Fleisch, weil sie sich das nicht leisten können. Also wenn man in Indien in einem normalen Lokal, also nicht in einem Touristendingern, sondern dort, wo die Leute normal hingehen, ein Fleisch bestellt, das gibt es vielleicht schon, aber das ist so 5 Zentimeter, also so ungefähr so groß. Ne? Also da gibt es einen kleinen Kaffee-Häferl-Untersatz, wo ein bisschen ein Fleisch drauf ist und das kostet dann ungefähr, also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber das hat ungefähr ein Fünftel eines Tageslohnes gekostet. Also das heißt, das überlegt man sich. Und abgesehen davon muss ich schon sagen, Reis und Linsen sind nicht so schlecht. Und es gibt da gute Rezepte. Ich habe natürlich, bin mit den Insekten eingestiegen, ist natürlich ein taugliches und feines und lustiges Thema. Dahinter steckt natürlich, was sind wir gewohnt und inwiefern sind wir auch bereit, uns umzuorientieren, geschmacklich von unseren Vorstellungen. Das wäre der ultimative Gap, etwas zu essen, wovor uns ekelt eigentlich. Aber die Frage ist, wie kommen wir sozusagen ins Sollen und inwiefern braucht es Vorschriften, genau keine Vorschriften, weil dann Leute in eine Oppositionshaltung kommen, Anreize, Appetitlichkeiten. Und das ist halt tatsächlich die Frage, wie wir hier zu einem gesamtgesellschaftlichen Change kommen. Herr Professor Steinmetz, Sie haben gesagt, die Kirche und so weiter haben da irgendwie ausgelassen im Moment, die sind jetzt nicht federführend dabei. Inwiefern könnte, wenn sie denn wollte,
die katholische Kirche oder welche Kirche auch immer, Religionsgemeinschaften, hier überhaupt noch irgendetwas vorgeben, empfehlen, raten? Oder muss man sagen, dieser Zug ist ohnehin abgefahren? Und wenn ja, wo wäre eine Plausibilität oder eine Glaubwürdigkeit? Nee, ich habe den Eindruck, ethische Appelle sind oft zwar im Indikativ, aber man landet dann doch im Konjunktiv. Ich sollte, ich müsste, ich dürfte nicht. Und es geht schon irgendwie darum, Achtsamkeitspraxen zu entwickeln, um Sachen wirklich zu spüren. Also bei mir selbst war das so, dadurch, dass ich mich für Spiritualität interessiere, aber nicht nur drüber lese oder diese Impulse aufnehme, sondern sie versuche, in meinen Alltag einzubauen, spüre ich Sachen besser. Und ich glaube, dass man diesen Ethik-Zugang über das Gespür, über die eigene Erfahrung, da wäre die Kirche eine Institution, die Anleitung geben kann. Also das klingt ja schön, Schöpfungsverantwortung, aber man muss das wirklich üben. Und ich habe jetzt auch bei mir begonnen, ich möchte jetzt nicht chauvinistisch sein, aber es gibt bei mir ein Tischgebet, das auch für Atheisten anschlussfähig ist, nämlich nicht gleich mit der Gabel zuzustechen, sondern ich mute bei mir im Haushalt allen zu, dass wenn man da vor dem Essen sitzt, irgendwie eine kleine Art von Verbeugung oder Innehalten, das muss man üben. Und dann kommt die Ethik in den Alltag und meines Erachtens schließt sich dann dieser Gap. Und ich finde es schon eigenartig, dass gerade die Institutionen, die Achtsamkeitspraxen ja sich auf die Fahnen schreiben, es dann so selten weiterschenken. Also wer, wenn nicht die Kirche oder religiöse oder spirituelle Gemeinschaften, könnten Anleitung geben, so einen Weg tatsächlich zu gehen. Denken wir an den heiligen Franziskus mit seinen Schöpfungshymnen. Also ja, man muss Schöpfungsverantwortung meines Erachtens spüren, erleben und dann kann man den nächsten Schritt gehen. Jetzt immer nur irgendwo auf dem Podium kommt ein moralischer Appell, das glaube ich spielt sich nicht. Zumindest war es bei mir so, erst als ich es gespürt habe, konnte ich einen Schritt gehen. Nur als Worthülse hat es mir nichts gebracht. Kurt, wie ist es mit dem moralischen Appell? Warum ist das so schwierig? Warum fragt nicht, wenn es so plausibel und schlüssig ist, wie du das sagst, warum ist nicht jeder vegan? Wo ist das Problem? Kommt noch. Es dauern manche Entwicklungen einfach sehr lange, nicht? Die sollten schneller gehen, aber zum Beispiel das Bewusstsein, dass Tiere nicht Dinge, Sachen, Instrumente für den Menschen sind, sondern leidensfähige Mitgeschöpfe, ist in der christlichen Religion eine, die sehr selten artikuliert wurde. Und wie gesagt, erst so in den letzten Jahrzehnten ist das stärker artikuliert worden. Thomas von Aquin und Augustinus und alle anderen haben da sozusagen die Tiere als nicht für die Moral berücksichtigenswert gesehen. Das hat eine lange Tradition und bis heute, aber es haben sich in dem einen Artikel, den ich genannt habe, von Peter Singer, sagt er, ist es realistisch zu erwarten, dass die industrielle Massentierhaltung schnell abgeschafft wird. Er sagt, er weiß es nicht, aber er hat erlebt, wie er jung war, waren noch die ganzen Leute an den Unis, waren noch die ganzen Zimmer, wo sie diskutiert haben, mit Rauch voll und seine Kleidung hat gestunken und so. Und heute ist es überhaupt nicht mehr. Und selbst in Österreich haben wir es geschafft, irgendwann vom Rauch wegzukommen. Nicht? Jetzt haben wir ihn als Gesundheitsminister. Nicht? Aber gut, also dass wir sozusagen, dass sich doch was verändert hat. Oder schauen Sie zum Beispiel auf die Beurteilung, die moralische Beurteilung der Homosexualität. Da hat sich auch sehr viel getan. In meiner Jugend hat Kreisky damals das abgeschafft, dass Homosexualität strafbar, ein strafbares Delikt ist. Und das war nicht so ewig lange her und heute können homosexuelle Menschen heiraten. Also es kann sich etwas verändern und er sagt, wer weiß, zumindest das Bewusstsein, das sich verändert hat, dass wie wir mit Tieren umgehen, ist doch sehr stark gestiegen und dass wir zumindest die industrielle und Massen- und Intensivtierhaltung doch sich nicht ewig hält, sage ich. Nee?
Ich glaube schon, und da muss natürlich auch strukturell etwas sich verändern, nicht? Also, aber auf eine Regierung zu hoffen, die das wirklich so stark durchzieht und jetzt, sagen wir, die Steuermilch nicht doppelt so, die Sojamilch nicht doppelt so hoch besteuert wie die Kuhmilch, wäre wünschenswert, aber ich sehe wenig Hoffnung bei den politischen Konstellationen in Österreich derzeit. Das werden wir nicht vertiefen, weil sonst wären wir alle depressiv wahrscheinlich. Aber Frau Professor Gebeshuber, wir haben ja da zwei sehr unterschiedliche auch Positionen, ganz konkret gesehen, Flexitarier eher so Wildkräuter selbst herumbaddeln und das Ernten, versus auch nochmal schon eher, wie nicht militant sagen, aber sehr radikal fundamentale Ablehnung, Tiere grundsätzlich zu essen. Wo verorten Sie sich denn da bei dem? Also ich bin immer ganz begeistert, wenn ich in Indien bin und dieses wunderbare vegetarische Essen bekomme. Also wir haben ja da oft gehört, bei uns ist es oft, also jetzt nicht mehr so, aber das ist halt Fleisch und Beilage und wenn jemand vegetarisch ist, lässt man halt das Fleisch weg und kriegt die Beilage. Aber in Indien ist das durchkomponiert, wunderbar, super und von klein auf kriegen das die Leute und es ist einfach für mich eins der besten Küchen, nordindische, südindische Küche, egal, die ich überhaupt kenne. Also ich bin ganz hin und weg, wie gut man vegetarisch kochen kann. Ursula schließt sich dem an, nehme ich an, oder? Aus eigener Erfahrung. Es ist wirklich ein bisschen komplizierter. Erstens gibt es natürlich eine Menge Fleischgerichte, weil Butter Chicken zum Beispiel oder das Tandoori gibt es in großen Mengen auch in Nordindien und in Südindien. Aber das Eigentliche, also wie soll ich sagen, in Indien, übrigens abgesehen davon, ich bin ein Fan der indischen Küche und man behauptet, ich koche sie auch gut, aber das ist ein anderes Thema. Aber das Problem, also in Indien ist eigentlich sind die Verhältnisse andersrum als bei uns. In Indien ist, wer was auf sich hält sozial, isst kein Fleisch. Also es ist eine, es gibt in Südindien auf den Bahnhöfen zum Beispiel, ob es das in Nordindien gibt, kann ich mir jetzt nicht erinnern, aber in Südindien ganz sicher gibt es zwei Bahnhofsrestaurants, Veg und Non-Veg. Und in Non-Veg gehen die sozial Verachteten, die Dalits und die unteren Schichten und die besseren Kasten gehen in Veg, also in das Vegetarische. Das heißt, und da gibt es auch einen sehr starken sozialen Druck. Ich habe irgendwann mal gelesen, auch in den Großstädten sind die einzelnen Viertel sozial strukturiert. Das heißt, da wohnen die Brahmanen und die oberen Kasten wohnen also eher in denselben Vierteln. Und die Dalits, das sind die Kastenlosen, die wohnen in den Slums zumeist. Na gut, jedenfalls wollte irgendeine Oberkastenfrau wollte eigentlich gerne Steak braten. Das Problem war, natürlich in einem Neubauviertel gewohnt und hat sich nicht getraut, das zu machen, weil dann riecht der Rest der Bevölkerung darum, dass sie ein Steak brät. Also das heißt, ich tendiere dazu, schon aus Protest in Indien Fleisch zu essen. Nein, das stimmt nicht so. Aber ich denke, man darf Indien nicht als Vorbild nehmen in diesem Fall. Nämlich notabene sich diese vegetarische Geschichte im Moment mit diesem wirklich bösartigen Hindu-Nationalismus verbindet. Also das ist komplex. Unabhängig davon, dass ich indische Küche, vegetarische Küche hervorragend finde. Aber ich denke, das eigentliche Problem ist eben, wie gehen wir mit uns selber um? Also das heißt, wie können wir ein neues Bewusstsein auch für Kochrezepte zum Beispiel entwickeln? Ich habe selber, eigentlich gar nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus verschiedenen anderen Gründen, also wirklich mindestens 20 oder mehr Jahre vegetarisch gegessen, zu einer Zeit, wo das überhaupt nicht üblich war. Und ich weiß noch, wenn ich dann gesagt habe, ich möchte Gemüse, dann bekam ich eine Salatplatte, die zu ein paar kaputte Salatblätter enthalten hat und ansonsten irgendwelches schrecklich geschmacklos saures Dosengemüse. Das Beste war immer noch das Ei, von dem man auch nicht wusste, woher das kam. Das hat sich voll geändert, nicht? Also das heißt, es ist auch eine Kunstfertigkeit, mit Gemüse umzugehen. So Leute wie der Jotam Ottolenghi zum Beispiel,
sind ein gutes Beispiel. Also das ist etwas, was du ja machst, Karl-Heinz. Da wollte der Herr Professor Steinmetz ad hoc was sagen, glaube ich, oder? Sehr gerne. Also ich glaube, wir haben auch einen völlig verengten Blick, was österreichische oder bayerische Küche ist. Ich würde es gerne mal an einem Beispiel vormachen. Ich habe eine liebe Freundin, Andrea Hofmeister, und sie hat mit einer Dissertantin, also sie ist Germanistin, entdeckt, es gibt ein Kochbuch, 15. Jahrhundert, aus dem bayerischen Franziskanerkloster in München, und hat es untersucht, die Handschrift, und da standen viele lateinische Worte. Dann war klar, im Hintergrund steckt ein venezianisches Kochbuch, Ciambonino da Cremona. Und nochmal im Hintergrund, weil sie hat entdeckt, da sind auch persische Wörter drin, steckt ein Bagdader Kochbuch aus dem 11. Jahrhundert. Gerichte mit Geschichte, Speise auf Reise. Und was hat sie gemacht? In so ein Sparkling Science Projekt. Erstens mal Religionsunterricht, Deutschunterricht, Koch, Kunst in Gymnasien, in Haushaltsschulen in und um Graz. Und das war wirklich spannend. Auf einmal sind dann syrische Schüler, Schülerinnen, die als Migranten jetzt da in der Steiermark sind, haben gesagt, ja, aber das kocht meine Oma. Also was ist da gelungen? Irgendwie Integration, dann Mal, Kunst und Kultur und auch nochmal einen ganz anderen Zugang. Da sind sehr viele tolle vegetarische Gerichte drin. Also ich möchte einfach nochmal sagen, das, was wir aus Österreich im 19. Jahrhundert kennen, das ist schon auch nett. Ich mag auch Apfelstrudel und Schnitzel. Aber steirische Küche wäre genauso. Kichererbsen mit Pastinaken, mit Dörrzwetschgen und einer Gemüsemarinade, die so Chutney-ähnlich ist. Wir denken da noch viel zu klein. Und ich finde es eben sehr schön, ja, so kulturübergreifend zu agieren, weil ich bin in der indischen Küche nicht so gut versiert wie du und ich entdecke aber, welche tolle Klosterrezepte es gibt und das ist nochmal ganz eine andere Küche und die ist sozial anschlussfähig, gerade auch so in Migrationsprojekten oder Frauenförderung. Ich möchte jetzt einhaken, weil mir da ein Thema unter die Nägel brennt und vielleicht vielen anderen auch, weil man von Kunstfertigkeit gesprochen hat, nämlich Kochen. Ja? Also man hat herumgefragt, viele von Ihnen kochen zu Hause, das ist alles toll und löblich und so weiter. Wie wir aber wissen, machen das ganz viele Familien nach wie vor nicht. Ich wollte Sie auch zuerst schon fragen, wenn Sie sagen, in Ihrem Zuhause geben Sie das und das vor, wie viele Kinder sind da, wie alt sind die Kinder, machen die das alles, was Sie ihnen vorgeben oder essen die, sagen die, lieber Papa, hab mich gern, ich gehe zu McDonald's, auch wenn man nicht alles brav dort machen kann, wie es die Ethik vorgibt. Also wie lässt sich das in der Praxis umsetzen? Wir haben ja jetzt Studien gehabt, dass viele Schülerinnen und Schüler kein warmes Mittagessen haben. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass zu Hause nicht gekocht wird. Also wie schafft man hier eine Transformation, diese Kunstfertigkeit mit einfachen Lebensmitteln, Hausmannskost umzugehen, ne? Das Gegenteil von Fast Food, wie schafft man hier eine Transformation? In den Schulen gibt es keinen Kochunterricht, in den normalen Schulen. Was braucht es da, um hier eine Transformation herbeizuführen und eine Wertschätzung von Lebensmitteln, eine gemeinsame Kunstfertigkeit einzuüben? Also ich glaube, das Problem beginnt natürlich sehr früh eigentlich, nicht? Weil wenn man Kinder, die hochprozessierten Lebensmittel sind ja so gemacht, dass Kinder sie haben wollen. Was dazu führt zum Beispiel, dass in einer Studie, die vor ungefähr 10 Jahren gemacht wurde, im deutschen Sprachraum zwischen von 14 bis, glaube ich, 23-Jährigen, die konnten allesamt, also nicht allesamt, sorry, also ungefähr 40-50% konnten nicht mehr genau unterscheiden zwischen süß, scharf, sauer und salzig. Weil die Chips mit all diesen Geschmäckern versetzt werden. Das heißt, es geht eigentlich, das Erste ist eine Geschmacksschulung. Weil das ist das Erste. Wenn der Geschmack stimmt, dann braucht man keine ethischen Imperative, sondern da kommt das von selber. Das hat übrigens an dieser Stelle, sei es gesagt, auch einen ganz großen Effekt bei Prävention von Alkoholismus. Ein Bekannter von mir macht ganz mit Geschmacksschulung Präventionsarbeit unter Jugendlichen im ländlichen Raum, damit die nicht alkoholsüchtig werden.
Also der Geschmack hat ganz viel und die Fähigkeit zu schmecken hat ganz viel auch mit Selbstwirksamkeit zu tun. Gut, das ist jetzt ein weites Gebiet, aber ich glaube, es fängt wirklich dort an, dass man einfach mal versucht zu lernen, wie man das dann konkret macht, weiß ich nicht. Das Zweite ist natürlich wirklich zu kochen. Also meine Nichte hat erzählt, die zog in eine Wohngemeinschaft, nachdem sie begonnen hat zu studieren, und da waren 6 Leute, glaube ich, und sie war die Einzige, die gekocht hat. Die anderen haben alles Fastfood oder Fertigfutter gegessen. Also das sind so Dinge, wo ich denke, da wären zum Beispiel soziale Medien gar nicht so schlecht als Transportmittel. Ne? Da stimmt sehr vieles, aber ich würde doch selber noch andere Akzente setzen. Also bei mir hat das nicht so funktioniert, dass ich irgendwie besonders fasziniert war von veganem Essen, sondern das war vor 30 Jahren schon, wie ich zum Vegetarier geworden bin. Ich habe damals ein Meditationswochenende, ich habe damals in Deutschland gelebt, in der Eifel mitgemacht, bei einem später sehr bekannt gewordenen buddhistischen Mönch, Thich Nhat Hanh. Und diese Gruppe von Buddhisten hat sich vegetarisch damals, inzwischen lebt die Kommunität vegan, ernährt. Und das hat mich sehr beeindruckt, dieses Mitgefühl mit Tieren, mögen alle Tiere glücklich sein, wie die Buddhisten sagen. Alle Wesen, nicht alle Tiere, alle Wesen glücklich sein, also Wesen, Menschen und Tiere. Und das hat mich sehr beeindruckt und ich habe begonnen, darüber nachzudenken, wie das in meiner Religion ausschaut. Also dieses Mitgefühl ist ja auch ein sehr tiefes Gefühl, das nicht nur die Ratio anspricht, sondern auch die Gefühlswelt. Und dann als zweite Stufe erst überlegt man sich, wie kann man auch genussvoll gut kochen und so weiter. Also ich habe da nicht so viel überlegt selber, aber meine Frau und... muss ich zugeben, ich bin Shame kein besonders guter Koch. Ja, ich bin nicht ganz perfekt. Nein, aber so in der Familie haben wir das überlegt. Und es gibt ja eine ganze Fülle an Kochbüchern jetzt wie beim Vegan. Also ist ja auch ein Trend, nicht? Also in jede Buchhandlung gehen. Mir selbst ist es wichtiger, dass ich mich... ohne Tiere und Tierprodukte ernähren, das ist mir wichtig. Wenn meine Frau nicht da ist ein paar Tage, mache ich mir so eine Schale Reis, die für 5 Tage ausreichen, und dann gebe ich Tofu und Bohnen hinein, abwechseln, Salat mache ich mir noch und das genügt. Also ich bin nicht so heiß drauf, dass das jetzt wahnsinnig großartig schmecken muss. Ich bin da recht, also... Bescheiden, pragmatisch. Ja, okay, also keine Steirer-Extraktion. Also für mich ist das Ursprüngliche das Mitgefühl mit fühlenden Wesen. Und dass man natürlich das dann so gestalten muss, dass es für Leute attraktiv wird. Es gibt ja auch viele vegane Restaurants, die schon sehr gute Sachen anbieten. Mhm. In Wien, in Graz, vor allem eben in den größeren Städten. Mhm. Das ist eine tolle Entwicklung. Klar, mich hätte jetzt vor allem auch das Familiäre beziehungsweise auch die junge Menschen interessiert. Ich weiß nicht, inwiefern Sie beide da hier noch Erfahrungen einbringen wollen oder Meinungen dazu einbringen wollen. Also ich koche nicht, das macht mein Mann. Und wir haben halt viele Küchen von unserer Zeit in Malaysia zurückgebracht. Also in Malaysia leben ja viele Leute aus Indien, aus China, dann lokale Bevölkerungsgruppen. Und ich finde das ganz spannend, das dann auch in Österreich nachzukochen. Was ich auch sehr genossen habe, besonders auf meinen vielen Flügen innerhalb von Indien und nach Indien, war diese verschiedenen Unterküchen durchzukosten. Also ich kann mich an Jain Food erinnern. Ich habe das angekreuzt, habe mir gedacht, das esse ich jetzt, schauen wir mal, was das ist. Und dann habe ich erst gelesen, was es ist. Und die essen eben nichts, was als, so wie Karotten oder Rüben, also was als Speichermedium dient. Und das ist auch wieder so eine eigene Art des Zugangs. Und ich war ganz fasziniert, diese verschiedenen Arten kennenzulernen und mich reinzuschmecken. Wie ist es bei Ihnen zu Hause? Weil das war ja das, was Sie gesagt haben zuerst.
Ja, ich finde es wichtig, mit sehr einfachen, praktikablen Sachen anzufangen und ich habe da beste Erfahrungen. Wir sind jetzt da sicher nicht, um Kochrezepte auszutauschen, aber so ein Rezept aus der Cucina Povera, aus der armen Küche, ist Risotto des armen Mannes, der armen Frau, Haferflocken und irgendein Gemüse. Und man kann einfach mal in einem Wok Radicchio oder was es immer gibt oder Wildpflanzen einfach andünsten, Knoblauch, noch ein paar Gewürze drauf, Haferflocken dazu und das Ganze gart dann, nachdem das Gemüse schon vorgegart ist, 5 Minuten und es kommen herrliche Speisen raus. Also ich sehe manchmal nicht, was da so kompliziert ist und ich kenne Kinder, die da gerne mitessen. Ich mag auch das sehr gerne. Das deutsche Wort genießen kommt von einer Wortwurzel, Newton, und im Deutschen ist abgeleitet Genuss, der Nutzen und die Genossen. Mhm. Und ich glaube, dann wird Genuss richtig rund, das Nützliche mit Genossen genießen. Und gerade in der Familie gibt es so viele Möglichkeiten. Ich selbst habe kein Kind zu Hause, aber ich habe einen Neffen und der erzieht mittlerweile seine Eltern. Mhm. Also mein Schwager muss sich darauf einstellen, dass er mittlerweile Kontra bekommt und dass da Sachen eingefordert werden. Oder über Jahrhunderte gab es in Europa einen Schmortopf aus Terrakotta. Der ist in 5 Minuten befüllt, kocht von alleine 45 Minuten. Meine Schwester hat vor kurzem zu mir gesagt, was sind wir blöd, wir kaufen den teuren Thermomix. Mein Bruder hat den Thermomix des Mittelalters für 35 Euro. Und ich finde, gesunde, sozial, ethisch verantwortbare Küche ist spielend leicht. Umso größer ist ja meine Verblüffung, dass es nicht mehr machen, nicht? Weil das genau die Erfahrung ist, es wäre so einfach und trotzdem machen es viele nicht. Trotzdem steht man vor der Supermarktkasse und vor einem sind junge Menschen aus diesem und jenem Hintergrund und ernähren sich von Junkfood, Softdrinks und sonstigen Sachen. Das ist ja das Phänomen. Also das ist nicht die Schwierigkeit, wäre das zu können. Ich möchte jetzt noch eine Runde machen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man junge Menschen oder Familien und wie man das Kochen da irgendwie thematisieren kann und an Bord holen kann. Mich würde jetzt noch einmal in einer Runde interessieren, wie man die Bäuerinnen und Bauern an Bord holen kann. Jetzt ist die Dame leider schon rausgegangen, die da zuerst sehr insistiert hat, auch finde ich zu Recht. Was läuft da schief, dass wir nicht nur einen Protest haben gegen Laborfleisch und so weiter, sondern dass es Bauernproteste gibt in ganz Europa gegen Vorschriften, dass sich Landwirtinnen und Landwirte abgehängt fühlen oder aus sonstigen Gründen eine extreme Wut auf die Politik, wie auch immer, entwickelt haben. Wir müssen ja, also wir brauchen ja Landwirtinnen und Landwirte, die da, also dass wir alle an einem Strang ziehen. Was ist da Ihre Diagnose, wo das Problem liegt und wie es möglich ist, dass wir da, so wie es die Frau Rützler gesagt hat, alle miteinander an einer nachhaltigen Zukunft arbeiten? Also ich kann meine Geschichte von meinem PCB erzählen. Ich war ja 7 Jahre in Malaysia und immer wenn ich nach Europa gekommen bin, habe ich meine Eltern in der Steiermark besucht und bin mit dem Papa dann Brot kaufen gegangen in den Graben rein. Und einmal bin ich halt nicht ins Bauernhaus, sondern zu den Kühen. Und dann ist so ein kleines Kalb gekommen und hat mir die Hand abgeschleckt. Und dann habe ich in der Nacht nicht schlafen können. Und am nächsten Tag habe ich ihn nach 2 Schnäpsen um 11 Uhr Vormittag um 1260 Euro gekauft und hatte einen Jungstier. Und bin dann wieder zurück nach Malaysia gegangen. Und nach ein paar Monaten kriege ich ein E-Mail, er ist groß, er ist erwachsen, seine Mama ist wieder trächtig, er muss weg. Und dann habe ich ihm mit 6 Stunden Zeitverschiebung jemanden organisiert, der meinen Bezi-Bär da von der Steiermark nach Kärnten transportiert. Und den habe ich dann auch gefunden, das war ein professioneller Tiertransporter. Und bei dem am Hof ist der Bezi dann auch kastriert worden, bevor er in die Mutterkuhhaltung gekommen ist, wo er jetzt ist. Und dieser Herr, der sein Leben lang immer Schlachtvieh von einem Ort zum nächsten geführt hat, ja, von dem habe ich dann Fotos bekommen, dass der da bei ihm in der Box drinnen steht, wo er frisch kastriert ist und der hat mit diesem Tier einen Kontakt aufgebaut und hat den, weil er gemerkt hat, dass ich
von der anderen Seite der Welt so viel Energie und Zeit und Geld und Herzblut reinsteckt, hat er sich gedacht, schauen wir mal, was da ist Besonderes. Also das ist so mein ganz kleiner Beitrag. Und dieses Foto rührt mich immer noch, wie dieser Mann, der eben davon lebt, das Schlachtvieh zu transportieren, beim Bezibär, der damals schon 1000 Kilo gehabt hat, ja, steht und mit ihm sein Abendgespräch führt. Also manchmal ist es einfach, ja, wir ans Gute im Menschen zu appellieren oder das Gute wachsen zu lassen, und dann wird eh schon alles. Okay. Kurt, wie gewinnen wir die Bauern? Es ist nicht die alleinige Aufgabe des Tierethikers zu überlegen, wie gewinnt er die Bauern. Ich denke, gesellschaftliche Prozesse passieren ja eh ohnehin. Es verändert sich ständig was, nicht? Also die Landwirtschaft heute schaut anders aus wie die Landwirtschaft vor 50 Jahren, und die Industrialisierung der Landwirtschaft wird auch bei uns weitergehen, dass wir eben Feedlots bekommen wie in den USA vielleicht eines Tages, wenn wir nicht etwas dagegen tun. Das ist eine Aufgabe auch der Politik, dass es vielfältige Maßnahmen geben könnte. Man kann auch mit Steuern steuern, dass man eben jene Lebensmittel, haben wir schon besprochen, die ökologisch sehr problematisch sind, höher besteuert, wenn das konventionelle Fleisch aus einer Intensivtierhaltung mehr kostet als das Biofleisch, wird sich da was ändern. Ich finde diese Bauernproteste verständlich, aber ich denke auch, dass sie so ein bisschen dem Image des Bauernstandes, wenn man das so nennen will, schaden, weil irgendwie so rauskommt, also wenn Umweltauflagen gefordert werden, dann sind die Bauern dagegen. Und es wäre schön, wenn sie sagen, ja, wir wollen eigentlich, dass die Landwirtschaft ökologischer wird, nur ihr müsst uns dabei auch unterstützen mit entsprechenden Maßnahmen. Also ich weiß nicht, also es gibt kein Patentrezept, aber Dinge verändern sich, nicht? Und egal, ob man jetzt, also wenn mehr Leute vegan leben, dann wird sich die Landwirtschaft verändern. Wenn mehr Leute In-vitro-Fleisch essen, wird sich die Landwirtschaft verändern. Man muss halt schauen, dass man fair mit den Bauern umgeht. Aber mein früherer Chef hatte mal gesagt, mag ein bisschen hart klingen, aber es stimmt. Also wir können nicht argumentieren, dass wir sozusagen die Todesstrafe aufrechterhalten müssen, damit die Henker ihren Beruf nicht verlieren. Das heißt, es wird sich in der Gesellschaft halt immer etwas verändern. Okay. Ursula. Frage, gibt es hier eigentlich im Raum irgendjemanden, der Nebenerwerbs- oder Haupterwerbsbauer, Bäuerin ist? Okay, eine Person, das entspricht ungefähr dem Prozentsatz, den Bauern heute haben in der Gesellschaft. Ich meine, man muss ja erst mal bedenken, dass ein riesen Strukturwandel passiert ist. Um 1900 waren ungefähr 80% der österreichischen Bevölkerung waren Bauern. Das heißt, stopp, die waren nicht Bauern, sondern die haben in der Landwirtschaft gearbeitet. Das ist der korrektere Ausdruck, weil die waren keine Bauern, sondern meistens, und die größte überwiegende Zahl, Mägde und Knechte, und damit also an der sozialen Leiter ganz unten. Ich möchte nur erinnern, dass solche Leute in der Monarchie nicht heiraten durften, weil sie nicht genug Geld hatten. Das ist aber nur eine Illustration. Das heißt, heute haben wir ungefähr 2% Bauern in Österreich, aber nicht nur in Österreich. Das heißt, da hat ein riesiger Strukturwandel stattgefunden, der irgendwie auch nicht verdaut wurde, erstens. Zweitens haben wir natürlich das Problem, dass nach dem Zweiten Weltkrieg speziell die industrialisierte Landwirtschaft forciert wurde. Also es gibt da Filme, die zeigen, wie Leute nach dem Zweiten Weltkrieg kommen, um den Bauern die Traktoren schmackhaft zu machen. Ich habe das irgendwo in einer Ausstellung mal gesehen. Und also ich bin da keine Fachfrau dazu, muss ich dazu sagen, aber mich interessiert es einfach, und
es ist wirklich ein wahnsinniger Strukturwandel passiert. Mit der Industrialisierung der Landwirtschaft und der Intensivierung kamen die Futtermittel, kamen die Pestizide, kamen die Düngemittel, kamen diese ganzen Dinge. Gut, damit hat man jetzt die letzten, großzügig gesagt, 50 Jahre verbracht. Jetzt kommt man plötzlich drauf, dass das alles sehr ungesund ist, was es ganz offenkundig ist, dass es auch längerfristig den Boden zerstört. Und jetzt sollen die Bauern, nachdem sie da drin investiert haben, in einen Wandel und sich sowieso knapp über Wasser halten, nur jetzt sollen die plötzlich alles umstellen. Dazu muss man sagen, nur zur Illustration, ich habe Freunde, die kommen von einem großen Vierkante in Oberösterreich. Und in der Generation, so 50er Jahre, hat dieser Vierkante 5 Kinder ernährt, die alle studiert haben. Der Sohn hat es übernommen, den Bauernhof, und der Sohn muss jetzt dasselbe Vierkante und, soweit ich weiß, dasselbe Grundbesitz, dasselbe Viehbestand, die müssen beide, er und seine Frau, dazu arbeiten, damit sie den Hof halten können. Das heißt, da sind gleichzeitig die Lebensmittelpreise jetzt nicht runtergegangen. Das heißt mit anderen Worten aber, die Bauern kommen in eine Schere. Einerseits sitzen, und davon haben wir bei dem Symposium zu wenig gesprochen, aber man kann nicht von allem reden, die kommen in die Schere einerseits von den Lebensmittelhandel, Großhandel, die kommen in die Schere jetzt, wenn dann plötzlich verlangt wird, sie sollen umstellen auf Bio. Jetzt, wenn man weiß, wie lange solche Umstellungsprozesse dauern, die dauern also unter 5-6 Jahren, spielt sich da überhaupt nichts ab. Das ist eine komplette Änderung in der Arbeitsweise, eine wahnsinnige Schulung, die man auch braucht, um mit Biolandwirtschaft oder zumindest eine weniger stark pestizidbelastete Landwirtschaft betreiben zu können. Also das heißt, da wird einfach sozusagen die Bringschuld der Gesellschaft auf die Bauern abgewälzt. So würde ich das sehen, und ich verstehe, dass Sie finden, das geht so nicht. Dass das Ganze von Seiten der Politik zudem also vielleicht nicht so besonders intelligent gemacht wurde, ist noch ein zweites Kapitel, aber es ist wirklich ein fundamentales Strukturproblem, weil ich glaube auch nämlich, dass die hier Anwesenden mal ausgenommen, weil sonst wären sie wahrscheinlich nicht zu der Veranstaltung gekommen, aber dass viele Leute, denen ist gar nicht bewusst, wo das Essen eigentlich herkommt. Also ich habe eine ganze Weile lang in der Volksschule auch unterrichtet, und das ist auch jetzt wirklich eine Weile her, und da war also die Geschichte mit der lila Kuh, das war kein Witz, das war einfach so. Da kam das Geld aus dem Geldautomaten und die Kuh war lila. Und das heißt, man übersieht, dass wir in einer völlig technisierten Lebenswelt wohnen, nicht? Und dadurch ist das Verständnis für die Bauern weg. Tatsächlich, sie haben recht, sie sind diejenigen, die das Essen produzieren, nicht? Also das heißt, da muss ich wirklich irgendwie, ich bin zum Glück keine Politikerin, aber da muss ich irgendwie was wandeln. Ich glaube, wir kommen zur letzten Wortmeldung. Sie waren noch nicht dran bezüglich dem, was wir mit Bäuerinnen und Bauern machen oder wie wir jene Menschen, die dafür sorgen, dass wir auch zu essen haben, mitnehmen können oder was wir im Gegenzug die Politik machen sollte? Ja, ich habe mich ja vorher bei der Umfrage gemeldet, wer möchte bei sich was verändern, und ich habe da eine Umstellung vor mir. Ich bin als Bewohner des 9. Bezirks jetzt noch ganz in Richtung Supermarkt, auf der anderen Seite so ein kleiner lokaler Markt. Aber ich habe da draußen ein Buch gesehen, also dieser Brückenschlag zwischen Konsument und den Bauern. Ich komme aus einer Familie, wo es einen Nebenerwerbslandwirtschaftshintergrund in der Generation meiner Großeltern gab. Ich weiß, dass du, glaube ich, irgendwie auch sehr engagiert bist, genossenschaftlich. Ich möchte da was ändern. Also ich kann es jetzt gar nicht auf einer politischen Ebene formulieren, sondern ich merke, dass ich bei mir selbst unzufrieden bin, gerade weil ich ja die bäuerliche Lebenswelt kenne. Und ich werde da überlegen, wie das gelingt, dass Sachen aus der bäuerlichen Produktion zu mir in den 9. Bezirk kommen. Also das ist eine Bringschuld, die ich mitnehme, also ein ethisches Projekt. Also Karl-Heinz, ich glaube, da kann ich dir schon helfen. Ja, gut. Es gibt nur das Bio-Kistel Adama, das hatten wir auch, aber ich hatte dann tatsächlich keine Zeit mehr, das zu verkochen. Aber
mea culpa maxima. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Ich glaube, wir sind jetzt schon 10 Minuten über der Zeit. Bevor wir uns da jetzt auflösen und die Leute noch überlegen, was sie morgen essen und kochen sollen, wollen wir das Ganze abschließen. Du willst wahrscheinlich ein Schlusswort, nehme ich an, oder? Oder Ursula? Ich sage ganz kurz was und dann an dich. Genau. Herzlichen Dank für diesen...